das ist echt ein Punkt, der mir wirklich immer mehr klar wird. Das EduCamp wird immer attraktiver für Lehrer. Und das finde ich aber gar nicht schlecht, weil die Kultur, die damit reinkommt über die Lehrer, ist richtig interessant und richtig spannend. Und auch, weil es zieht immer noch, die vorherigen Zielgruppen zieht es immer noch mit an, aber wir haben einen richtig großen Anteil an Lehrern dabei. Ich habe hier so eine Umfrage parallel zum EduCamp durchgeführt. Da haben zu dem Moment, wo ich es ausgewertet habe, irgendwie 44 Leute geantwortet. Und von denen war ein Viertel waren Lehrer. Und das ist schon nicht schlecht, wenn man das jetzt hochrechnet auf die 120 bis 150 Teilnehmer, ist das gar nicht schlecht. Das ist ein guter Anteil an Lehrern. Und es macht einfach Spaß, mit denen zu diskutieren. Zumindest das, was ich mitbekommen habe, wie die anderen diskutiert haben und ich so am Rande mit ihnen diskutiert habe. Also da kann man schon eine Tendenz an der Teilnehmer feststellen, dass es mehr in Richtung, tendenziell mehr in Richtung Lehre geht, was aber der Gesprächskultur im Moment nur förderlich ist. Konkret, denke ich, hilft folgendes: die Vorstellung, dass wir jetzt sofort irgendwie den Change hinkriegen müssen, und zwar von heute auf morgen, und dann haben wir die neue Gesellschaft. Das ist ja ganz falsch. Ich bin Historiker und kann deswegen gerne, oder mache ich unheimlich gerne historische Analogien, und deswegen hat mir der Giesecke so gut gefallen, der mir an der Buchgesellschaft erklärt hat, die er sozusagen von außen angucken kann, weil sie vorbei ist, wie möglicherweise von, also oder an dem Beginn der Buchgesellschaft aus dem Mittelalter rauf erklären konnte, wie so ein Wechsel vor sich geht, also an der letzten, vorletzten Gesellschaft zur letzten. Und der hat gesagt, es gibt eine riesige, lange Übergangsgesellschaft. Also nicht, dass er sich das ausdenkt, sondern das hat er empirisch beobachtet an dem Wechsel von der mittelalterlichen Gesellschaft zur Gesellschaft. Das hat Jahrhunderte gedauert. Das wird bei uns natürlich schneller gehen, aber trotzdem darf man sich nicht vorstellen, dass das eine Sache von ein paar Jahren ist. Also diese ungeduldige Frage, wie kriegen wir denn jetzt Web 2.0 in die Schule oder so, das ist eine verfilmte Vorstellung, und es wird so langsam gehen, wie es gebraucht wird. Aber eine Sache, glaube ich, ist wirklich, dass wir anders ticken hinterher. Also ich nicht mehr, vielleicht deine Enkel, wer weiß, aber dass der Mensch, ne, in der neuen Gesellschaft tatsächlich ein anderer sein wird, der gelernt haben wird, mit Unsicherheiten anders umzugehen, als wir das können. Das ist aber was wir, wo wir Grundstein legen müssen als Lehrer, ich sag mal als Lehrer mit unseren Schülern, dass wir das im Auge haben müssen, dass da andere Probleme gewuppt werden müssen und ein anderes Verhältnis zu Sicherheit und Unsicherheit stattfinden wird. Hast du Kinder? Ja. Du weißt, dass deine Kinder nicht mehr einen Beruf fürs Leben haben, so wie du das hast. Schon allein das unterscheidet die Generation deine von deinen Kindern. Das ist also nicht, wenn dir das Angst macht, frag deine Kinder, was die damit machen und was für Strategien sie entwickeln, damit umzugehen. Die Strategien können sie zum Beispiel in World of Warcraft üben. Die Strategien können sie im Netz an verschiedenen Dingen lernen, wie man mit solchen Aufgaben umgeht. Wie arbeitet man in großen Gruppen? Haben wir alle nicht gelernt. Haben wir jedenfalls nicht in unserer Ausbildung gelernt. Lernen wir jetzt alle, weil wir ins Netz eingewandert sind, da lernen wir es. Aber unsere Kinder, die lernen das von der Pike auf im Netz. Und die lernen dort Dinge, die wir, die sie auch brauchen und die wir zum Beispiel nicht gelernt haben. Das finde ich, wiederum sehr optimistisch, ja. Also, dass du sagst, sie lernen das Lernen in Gruppen dort. Meine 9. Klasse, mit der habe ich jetzt ganz viel gemacht. Das hat jetzt ein halbes Jahr gedauert, bis der Erste fragte, dürfen wir das Etherpad auch nutzen für unser irgendwie Bio-Referat? Ja, dürft ihr nutzen. Aber sie sind von ihrer bisherigen Nutzung des Web 2.0, wären sie nie auf die Idee gekommen, das Web für die Schule zu nutzen oder fürs Lernen zu nutzen oder sich die Arbeit zu erleichtern zu nutzen. Das ist, war für die, nach meinem Empfinden, ja. Das ist doch kein Wunder, weil das, was lernen ist, hat doch die Schule für bisher definiert, und da ist das ausgeschlossen worden. Und wenn sie es spielen, dann haben sie es heimlich getan, im Sinne von, wo kriege ich Informationen her mit möglichst wenig Aufwand, das heißt, sie haben es nicht produktiv genutzt. Sie haben es nicht genutzt, es wurden auch nicht angeleitet, es zu nutzen, Klammer auf, und die Lehrer haben es auch nicht genutzt,
um da zu arbeiten, sondern im Prinzip haben, das wäre ich kurz etwas defätistisch, die Schüler und Schülerinnen das Netz genauso genutzt wie die Lehrer und Lehrerinnen. Sie haben sich nämlich Informationen geholt, sie konsumieren es. Bei Lehrern und Lehrerinnen denke ich an diese wunderbaren Arbeitsblatt-Herunterladestationen im Internet, wo dann Arbeitsblätter auch gar nicht mehr reflektiert oder in einem Review, Peer Review oder ähnliches kommen, sondern einfach konsumieren. Und die Arbeitsplätze dann auch ohne Quellenangabe rausgeben. Ja, und genauso habe ich es bei Schülerinnen und Schülern, die, ja, wenn sie noch die Quelle angeben wollen, dann eben angeben, Quelle, Internet. Ganz extrem, Internet, ja. Google. Und, oder Google. Und das ist, glaube ich, wieder der Punkt mit dem eigenen Schwimmen können, also im Prinzip. Ja, du sagst, bist du pessimistisch, dass die Schülerinnen und Schüler das lernen? Nein, ich bin nicht so optimistisch. Oder das ist von sich aus intrinsisch lernen und dann vorbereitet werden. Nein, ich brauche Vorbilder. Und diese Vorbilder sind vielleicht die Lernprozessbegleiter und Begleiterinnen, also diejenigen, die ins kalte Wasser springen müssen und schwimmen müssen, ohne zu wissen, wo da drüben wieder Land kommt. Also die Unsicherheiten. Manchmal sind aber auch die Schüler Vorbilder. Ich kann fünf Situationen mindestens angeben, wo meine eigenen Kinder meine Vorbilder waren, wo ich die brauchte, weil sie mir mit ihrer Praxis gezeigt haben, wo ich falsch ticke oder wo Schüler mir was beigebracht haben. Also der Rollenwechsel, der gehört unbedingt dazu. Und wir sind Lernende als Lehrer. Der Prozess ist noch immer der gleiche. Ich habe ein Problem und wer bietet mir die attraktivste Lösung für dieses Problem an? Und bisher ist es halt oft so, dass die Lösungen, die in der Schule angeboten werden, auch wenn die gute Problemlösestrategien wären, zum falschen ausgeblendet werden, weil sie verbunden werden mit der Institution Schule. Und damit erstmal überhaupt nicht dran gedacht wird, dass man da möglicherweise ja eine Strategie erlernt hat. Das bröckelt langsam. Ich sehe das auch, dass man dann diese Situation hat, wo man plötzlich merkt, der Schüler nimmt sich das Google Docs und hat eine Präsentation entdeckt und dann hält er eine Präsentation. Man fragt, habt ihr das jetzt gerade mit Google Docs gemacht? Ja, ja, das fanden wir jetzt einfacher, weil wir dann alle zusammenarbeiten konnten. Ja. Da denkt man so, super, alles klar, nichts gemacht, aber genau das ist. Ja, nichts gemacht hinter nicht. Du hast es im Unterricht eingesetzt. Vielleicht. Nicht mal im Unterricht eingesetzt, sondern ich habe nur der Arbeitsgruppe gezeigt, weil die nämlich das Problem hatte, dass immer einer krank war und sie nicht zusammenarbeiten konnten, weil der immer dann diese Sachen mit hatte, macht's doch in Google Docs, dann könnt ihr alle zusammenarbeiten. Aber das reichte. Das ist doch das Entscheidende, dass, so wie du sagst, dass wir an diesem Übergang von einer Gesellschaftsform in die nächste sind, von einem Leitmedium zum nächsten übergehen. Und da sitzen wir als Lehrer genauso in diesem Boot, wie diese Schüler in diesem Boot sitzen. Und das ist, glaube ich, das Spannende an dieser Situation, dass wir nicht sagen können, du sitzt in diesem Change-Boot und ich winke vom anderen Ufer und sage dir, komm zu mir irgendwie. Die Situation haben wir nicht. Wir sitzen mit in diesem Boot drin. Und das ist die unheimlich schwierige Herausforderung, wenn wir dann in einen Lernprozess reingehen, weil der einfach so strukturiert ist und so traditionell besetzt ist, dass da jemand ist, der leitet, der mitzieht. Und das, was du beschreibst, ist dieser Moment, dass der Lehrer auch zum Lerner wird, wenn man gemeinsam in diesem Boot steuert. Und beide wissen nicht, und das finde ich ist der nächste wichtige Schritt, wissen nicht, wo es hingeht. Ja, also wir wissen, da wechselt sich was, aber wir wissen nicht, was das ist, was danach kommt. Und zusammen mit den Schülern in demselben Boot zu sitzen, das macht, glaube ich, zum einen unheimlich viel Angst, Sorge und Gefahren, birgt aber auf der anderen Seite unheimlich viel Potenzial und Möglichkeiten, denn wir sitzen quasi mitten auf dem See und können im Moment in alle Richtungen rudern und paddeln. Ein tolles Abenteuer. Ja. Entschuldigung. Also, ich wollte auf dich antworten. Und zwar, dass wir zusammen mit den Schülern in einem Boot sitzen, ist für viele natürlich wirklich, wie du auch schon gesagt hast, eine sehr beängstigende Geschichte, weil wir auf einmal auf einem Level sind. Wir, nach meiner Ansicht als Sportlehrer, ich muss nicht schwimmen können, um schwimmen unterrichten zu können. Im Sport passiert das permanent. Ich kann Schüler Möglichkeiten geben, Sportarten, Techniken zu lernen, ohne das selber können zu müssen. Nur dazu, zu deinem Bild. Oder eurem Bild, genau. Die Geschichte, dass wir gleichzeitig oder im selben Boot sitzen, bedeutet, dass wir also auf einem Level sind. Wir können uns auch ruhig dann da mal sozusagen die Lernrolle als Lehrer begeben, ohne da großartig Angst zu haben, dass man da uns irgendwelche Kompetenzen oder Autoritäten oder irgendwie sowas ansprechen würde. Ich glaube, dass das Schüler schon sehr positiv bewerten, wenn wir uns dazu
herablassen, wie ich jetzt nicht sagen, sodass, wenn wir uns da trauen, das zu tun. Und deine Geschichte, ich glaube, das Entscheidende, wenn sie Google Docs auf einmal benutzen, um da eine Präsentation zu machen, Schüler müssen erkennen, dass das Ganze für sie einen Nutzen hat. Das ist häufig so mein Gefühl. Das Neue ist nicht gut, weil es neu ist, sondern es ist unter Umständen neu, weil ich da irgendwie einen Nutzen drin sehe, für mich jetzt. Und genau dasselbe müssen die Schüler halt auch entdecken. Sie müssen einen Nutzen in dem Einsatz von Twitter zum Beispiel erkennen. Der ist vielleicht nicht sofort erkennbar. Wenn man dasselbe aber vorlebt, wenn man es dann auch sozusagen mit Begeisterung vorlebt, also wenn man dann selber Feuer und Flamme dafür ist, dann glaube ich, wird auch der ein oder andere Schüler vielleicht das abgucken und sagen, oh, das probiere ich mal aus, vielleicht ist das auch was für mich. Und dann passiert eben, glaube ich, irgendwas, was du eben beschrieben hast, dass sie dann auf einmal, ohne dass du das vielleicht geplant hattest, dass sie dann einfach eine Präsentation mit Google Docs machen. Fast noch einen Schritt weiter gehen, nicht nur dieses Vorleben und im Idealfall läuft der Schüler hinterher und guckt es sich ab, ja, das ist diese traditionelle Form, die dahinter steckt, sondern auch die Möglichkeit zu geben, den Schüler vorweglaufen zu lassen, mit der Sicherheit, ich fange dich auf, wenn es nicht klappt, ja, oder ich biete dir die Möglichkeit, wieder zurückzufallen irgendwie. Also nicht dieses vorne weglaufen und mach mir mal nach, sondern auch den Schüler ruhig mal schicken können, aber ihm, und das ist, glaube ich, das Wesentliche, was jeder Lehrer mitbringen können muss, ein Fallnetz aufzuziehen und ihm zu garantieren, wenn du auf dem Weg Ansätze des Scheiterns erlebst, fange ich dich wieder auf. Und das mit dem Nachlaufen ist ganz wichtig. So pädagogische Bilder. Aber weißt du was, du hast einen, glaube ich, einen wichtigen Ansatz gemacht, wo ich sage, du wirst mir sicher zustimmen, wenn ich sage, dieses Moment der Unsicherheit, in der wir laufen, in der Übergangsgesellschaft, den können wir nur begegnen mit einem Experimentiermodus, als generellen Lebensmodus. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du bist mit deinen Schülern nicht in einem Boot und musst über den See rudern, ob keiner weiß, wo es lang geht, sondern du bist mit deinen Schülern in einer Expedition. Das ist ein Erkundungsprojekt oder wie auch immer. Ihr seid beide in einer Expedition und du bist der älteste Teilnehmer. Und wer nicht? Und du hast die Verantwortung für das ganze Ding und du weißt aber von deinen Lammern genau, welche Stärken sie haben und was vorwegschicken heißt, immer derjenige übernimmt die Führung, dessen Stärke gerade gebraucht wird im Lernprozess. Und dann wechseln wir. Und das ist Web 2.0. Was ist das mit den Knoten? Immer der blinkt, der gerade am meisten beizubiegen hat in dem, was das Kollektiv gerade. Und es ist kein Knoten oben drüber, der sagt, du musst jetzt blinken, weil ich dich vorschicke. Die Gefahr besteht nämlich bei diesen Bildern. Das ist immer so interpretiert. Genau, ganz wichtig. Also die hier mit dem Vorschicken, hoffen, dass die Leute mir hinterherlaufen, nur weil ich was vormache. Ich glaube, das ist nämlich auch ganz entscheidend. Wir müssen nicht vorweglaufen. Die können sich auch ganz bewusst entscheiden, nee, das ist nichts für mich. Und das muss für mich auch verschicken. Genau. Das ist ja auch gerade, glaube ich, das Bild, es tut mir leid, im Boot sitzen, ne? Die kann halt auch einfach sagen, das, wie gesagt, nutzt uns nicht. Aber zur Bootsmetapher möchte ich, weil wir, glaube ich, in einer besonderen Situation sind, noch eins ergänzen. Sie stimmt nämlich nicht. Wir sind in einer Situation, also zumindest ich gehöre noch zu einer Generation, die in dieses Boot eingestiegen ist. Also wir sind sozusagen die Digital Immigrants. Die Schülerinnen und Schüler heute leben quasi auf diesem Boot. Sie sind auf diesem Boot. Das heißt, es ist durchaus da ein Unterschied. Also wir erinnern uns durchaus auch noch an die Zeiten sozusagen an Land. Und sind jetzt auf diesem Boot. Und auf diesem Boot, um diese Metapher jetzt mal auszureißen, bis es nicht mehr geht, sind wir jetzt auf dem Meer. Vorher habe ich gesehen, wo ich bin. Ich hatte meinen analogen Raum um mich herum. Auf dem Meer habe ich weite Räume. Ich sehe oft lange kein Land. Ich weiß nicht, wo ich hinfahre. Ich brauche technische Unterstützung, um die Richtung zu halten. Kompass. Also diese Metapher hat sicherlich einiges in sich, aber wir sind eine Generation, und das ist etwas, was eben nicht auf Dauer so sein wird, die in dieses Boot eingestiegen sind. Und das unterscheidet uns auch ein Stück weit von den Schülerinnen und Schülern, dass wir quasi mit diesen neuen Leitmedien, diesen neuen Leitmedium, der Einzahl davon, anders begegnen als Schülerinnen und Schüler das tun. Und ich glaube auch in diesem Aufeinanderprallen, dieser Reibungsenergie, die da entstehen kann, kann etwas Fruchtbares entstehen. Das glaube ich durchaus. Wenn du sagst, wir müssen heute
gerade Grundlagen legen für etwas, von dem wir gar nicht wissen, wo es hingeht, dann ist das, glaube ich, für diese Reibungsenergie, die wir heute erzeugen können. Das ist das eine. Und das andere, weil mir gesagt wurde, man muss vielleicht auch mal den Nutzen von solchen Medien darstellen. Sagen wir es doch ganz klar, wie es ist, ohne Twitter säßen wir in dieser Konstellation nicht hier. Ohne Twitter hätten wir einiges an intellektuellen Anregungen nicht bekommen. Ohne Twitter wären wir als Menschen, die sich mit Bildungsprozessen beschäftigen, heute nicht dort, wo wir sind. Also von daher ganz klar einfach mal, hier sieht man einen Nutzen von Twitter. Um auch mal so in aller Deutlichkeit intensiv zu tun in einer Gesellschaft, die so unsicher ist wie unsere heutige, können wir die Schüler nicht auf Sicherheiten vorbereiten. Sondern wir müssen sich quasi mit Strukturen ausstatten oder ihnen die Möglichkeit geben, Strukturen zu entwickeln, um mit Unsicherheit leben zu können und um Antworten auf Fragen zu finden. Wie heißt da nochmal unser englischer Kollege, der Sir Ken Robinson sagt, wir müssen die Schüler in die Lage versetzen, Antworten auf Fragen zu finden, von denen wir heute noch nicht mehr wissen, dass die Fragen kommen werden. Auf der anderen Seite, also was ich mich gefragt habe, als ich den Titel gelesen habe, ob wir wirklich neue Lernräume gestalten, also schaffen wir die, oder gestalten wir einen neuen Lernraum? Denn das ist, glaube ich, auch eine wesentliche Weiterentwicklung, dass wir einen neuen Raum dazu bekommen haben mit diesem Web 2.0-Technologie, mit dem Internet. Also diese klassischen Räume existieren weiter, aber wir haben einen weiteren Raum über die Zeit, über regionale Grenzen hinweg dazu bekommen. Und ich glaube, diesen neuen Lernraum an sich, den müssen wir auch gestalten. Es geht nicht nur neue Lernraum uns, um in diesem großen philosophisch-historischen Thema nochmal zu bleiben. Was schade nach der letzten Einführung der letzten Kulturtechnik, den Buchdruck. Europa versank 200 Jahre im Krieg. Was erleben wir momentan im Osten durch die neuen Medien? Genau, das ist ja zum Glück alles schneller geworden, von daher vielleicht noch kürzer. Aber weißt du, deine Lernraumdefinition ist jetzt additiv. Wir haben das Alte und das Neue kommt immer dazu und das Alte bleibt. Und das ist sozusagen das additive Modell, ich glaube. Hast du den Stein gemeißelt? Nee, aber ich habe noch Süderlin geschrieben. Ja, schreibe ich heute noch, weil man muss in allen Lernformen fit sein. Ne? Bloggen in Süderlin. Ja. Ich glaube, man muss sich immer das als neues Framing, als immer weiteres Framing vorstellen. Also der neue Lernraum, wenn wir das mal das Digitale so definieren als Lernraum, den kannst du als neuen Rahmen setzen, der alle bisherigen enthält. Der liegt drüber quasi. Ja, oder dahinter, aber der weist den alten Lernräumen einen neuen System Platz zu. Die bleiben nicht, was sie waren, die alten Lernräume. Also kannst du das mit einem additiven Denkmodell gar nicht fassen. Ein Spiralmodell. Spiralcurriculum. Ja, oder wir lernen so. Das Lernen in immer neuen Räumen neu denken. Ja. Ja, und das Alte geht nicht verloren. Selbst den Märchenerzähler gibt es immer noch. Das war ja sozusagen die Mund-zu-Mund-Beatmung als Kommunikationsgeschichte in nicht schriftlichen Kultur. Aber den Märchenerzähler gibt es heute noch, aber er hat einen völlig anderen Systemplatz. Der ist nicht mehr notwendig, um Nachrichten zu bringen, sondern der hat eine ganz ästhetische Qualität bekommen. Und den kann man im Internet buchen. So, und das muss man zusammendenken. Anschrift. Und kannst du mit vielen Beispielen. Ja, ich wollte das ja gar nicht ausführen. Informationen zurück. Deswegen würde das andere. Das ist vielleicht der günstige Augenblick und sagen: Vielen Dank. Danke, Lutz. Danke, Lutz, genau. Du hast das Gespräch ermöglicht, es war sehr spannend.